Lieutenant Charles Reed meldet sich zum Dienst. Ja, richtig gut. Ich wollte nochmal in die Bücherei. Toll. Um festzustellen, dass nicht das hier die Bücherei ist, sondern das Rathaus. Hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Ah, richtig geil. Die Bücherei ist hier. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Und davor gehen wir allerdings... das Buch im Bankgebäude holen. Ja, ich wollte ja zu Cavendish. Ich möchte aber auch den Schnellreisepunkt da unten haben. Da wird mich einer sein. Gerade bei dem Bankgebäude. Bei der Bücherei. Mann! Schuss. Meine Güte! Kann es so schwer sein? Leeres Bankgebäude. Aber wo ist dieses leere Bankgebäude? Zwischen Helock und Windhalf. Ja, muss ja hier oben sein. Schrotflinte. Ja, die haben wir noch nicht. Soll ich Wissenspunkte sparen? Nee. So, trotzdem brauchen wir jetzt mal noch dieses leere Bankgebäude. Ah! Bank of Oakmont. Warum laufe ich denn so weit? Hallo? Ich gehe erst nach oben.
Nice, Charles. So, ich habe wie immer keine Munition mehr. Möchte aber noch hoch hinaus. Tja. Mich dünkt, der Keller ist das Ziel. Das Buch besteht überwiegend aus Symbolen und umfasst hunderte von Seiten. Ein dünnes Metallplättchen mit einer Gravur teilt es in zwei Hälften. Die Gravur zeigt einen menschenleeren städtischen Platz, umgeben von hinaufragenden Säulen. Im Zentrum des Platzes sitzt ein grässliches, absonderliches Monster und verzehrt sein schreiendes Opfer. Wenngleich es sich um ein grauenhaftes Motiv handelt, geht davon doch eine sonderbare Anziehungskraft aus. Wenn man das Motiv für eine Weile betrachtet, kann man eine leise Stimme vernehmen. Hüte dich vor dem abscheulichen Nachwuchs von Knüger den Zaum. So. Ich möchte an dieser Stelle abermals anmerken, wenn euch jemand kommt mit "Du sprichst Cthulhu falsch aus!" gleich eine Schelle verpassen. So, jetzt aber nichts wie raus hier. So, ich wollte mich zur Bibliothek begeben. Bibliothek? Ich hasse dieses Wort. Des Weiteren fehlt mir eine Nebenquest. Und ich weiß nicht, wo ich sie finde. Das weiß ich, weil es eine Kleidung gibt von für Friedhof irgendwas. Mache alle für den Friedhofswärter. Ich habe noch keine Ahnung, wo der Friedhof ist. Vielleicht finde ich das noch raus. Ich meine, ein Friedhof ist meistens nicht mitten in der Stadt. Klingt komisch, ist aber so. Wie makaber wäre es, den Friedhof nahe der Al-Hazred-Straße zu bauen? Weil das könnte so eine Art Mausoleum sein und das könnte eine Art Gruft sein. Das hier könnte die Kapelle sein. Und das könnten kleinere Grüfte sein. Die Straße heißt Wayne Road? Oh geil, ey. Das ist so genial. Adventzentrum. Und da drüben ist die Bibliothek. Ja, ich will mal reingehen, wir waren hier noch nie.
Vielleicht, Hallo? Hallo. Willkommen in der Bibliothek der Universität von Oakmont. Joy Hayden, was kann ich für Sie tun? Charles Reed, Privatdetektiv. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber darf ich Sie etwas fragen? Mund? Ja. Strafe. Lange Geschichte. Ich bitte abermals um Entschuldigung. Aber das kann doch nicht legal sein, oder? Das sieht aus wie... wie Folter. Legal in Oakmont. Ortsübliche Sitte. Ich würde gern einen Blick in Ihre Bestandslisten werfen. Sicher. Da drüben. Und das war's? Keine Bezahlung, kein Gemecker, keine Gegenleistung? Nee. Öffentliche Bibliothek. Zugang zu Wissen für alle. Willkommen. Diese Worte aus Ihrem... Munde in dieser Stadt? Ich fasse es nicht. Diese Stadt erweckt nicht den Anschein, dass Bücher sehr gefragt sind. Außer zum Verbrennen vielleicht. Wie kommt es, dass die Bibliothek trotzdem in einem solch guten Zustand ist? Mr. Throgmorton, Geld hält alles in Schuss. Tatsächlich. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Warum tut er das? Er sagt, die Menschen brauchen Hoffnung, Unterhaltung, Eskapismus, mehr als je zuvor. Die Bibliothek ohne seine Hilfe, nicht vorstellbar. Aber er wird doch davon profitieren. Wiedersehen, Joy. Naja, gut. Als Eskapismus kann man übrigens das weitgehend bezeichnen, was meine lieben Mitspieler und ich hier den ganzen Tag machen, wenn sie es dann den ganzen Tag machen würden. Und zwar ist das der Realität zu entfliehen. Kommt halt von Escape. Naja gut, ich weiß ja, wo die Bücher sind. Aber interessant, dass wir hier einfach so überall Zugang haben. Und es hier nichts zu holen gibt. Das ist natürlich ein bisschen schade, ey. Okay, es gibt einfach mal gar nichts hier. Nicht mal. Sie hat nicht mal einen Auftrag für uns. Schade. Dann gehen wir gleich hierher zurück. Sorry, ich bin zu neugierig, ob das da der Friedhof ist. Wie geil wäre das denn bitte? Wenn der Mitarbeiter des Friedhofs William Yorick heißt, dann ist... bei mir aber echt endgültig Alarm. Das Beste vom Besten, Onkel. Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten. Das kann er mir aber glauben. Nachrichten des Tages. Wo laufe ich überhaupt hin? Wendell hat sie geschickt, um mir die Bücher zu bringen, richtig? Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Oh, ich bitte um Verzeihung. Die Bücher liegen mir sehr am Herzen und ich mache mir Sorgen. Ich habe bereits seit einer Woche nichts mehr von Wendell gehört. Vielleicht können Sie mir helfen. Natürlich würde ich Sie entsprechend entlohnen. Warum nicht?
Was kann ich für Sie tun? Ausgezeichnet. Also, mein Name ist Samuel Hopes, Mitglied des Literaturzirkels Alterra Pars. Charles Reed, Privatdetektiv. Gut, gut. Hören Sie, wir vermissen schmerzlich drei seltene Bücher. Das eine wurde zum Restaurieren gebracht und die anderen beiden verliehen. Ich bat Wendell darum, die entsprechenden Personen zu kontaktieren, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Hier, die Bestandsunterlagen. Bitte finden Sie die Bücher. Sie sind sehr wertvoll. Warum sind sie so wertvoll? Es handelt sich dabei um das 3., 7. und 9. Buch aus der Feder des ergebenen Dieners. Die vollständige Sammlung, bestehend aus 11 Büchern, ist unser wertvollster Besitz. Der richtige Name des Autors ist unbekannt, aber er stammte sicherlich aus Oakmont. Okay, ich kümmere mich darum. Wiedersehen. Ich fand die Bücher hier gerade so anziehend. Das kann auch nur mir passieren, dass ich in die falsche Richtung laufe, weil ich blöd bin. Das Beste vom Besten, Extrablatt. Nur heute Nachrichten des Tages. Oh, jetzt muss ich wieder. Ja, geil, Bücherwurm, noch besser. Das ist ja auch wieder eine Quest mit Kleidung. The Shells. West. Inner Shine Street zwischen Wind Sweep. Ist da unten. Und Justice, dann ist das hier. Nice. Reed Heights Süd. Einzelnes Anwesen in der Baker Street zwischen Hurricane Road und Ambrose. Wo ist denn Ambrose? Da. Also hier. Oder da. Oder hier. Ach, keine Ahnung. Und Advent. Benjamin Miller, Angestellter der Bank von Oakmont, wohnt im Bezirk Advent. Da könnten wir wahrscheinlich ins Rathaus. Um den Aufenthaltsort von dem zu bestimmen. Oh, das ist der Friedhof, ich fass es nicht. Ich grüße Sie, guter Mann. Ich hoffe, die Angels sind Ihnen wohlgesonnener als mir. Ach, ich armer Tropf. Ist etwas passiert? Irgendwelche Danes haben Gräber auf dem Friedhof geschändet. Denn wenn ich die Leichen nicht bald finde, wird der Stadtrat davon erfahren. Aber wo soll ich nur mit der Suche anfangen? Ich werde gefeuert, das weiß ich. Dabei ist das der einzige Beruf, der zu mir passt. Mutti hat das immer gesagt. Ich kann Ihnen helfen. Leute zu finden ist mein Spezialgebiet, wenngleich sie in der Regel noch am Leben sind. Oh, den Angels sei Dank, guter Mann. Ich werde mich bei Ihnen erkenntlich zeigen. Ja, das werde ich. Sie finden die drei geschändeten Gräber auf dem Friedhof. Ich habe sie gekennzeichnet. Ach, und Sie brauchen sich nicht die Kleidung schmutzig zu machen. Die Leichen bringe ich dann zurück. Sie müssen sie nur finden und mir dann sagen, wo sie sind. Okay.
Ich kann jetzt hier echt nach Leichen suchen. Meine geliebte Virginia, hiermit erfülle ich dir deinen letzten Wunsch. Du wirst in deinem eigenen Zuhause deine letzte Ruhe finden. Vergib mir, dass ich nicht den Mut aufbringen konnte, dir meine Liebe zu offenbaren, als du noch unter den Lebenden weiltest. Ich mache meinen Fehler wieder gut. Ernsthaft? Virginia Cooper, 1887 bis... eines der vielen Opfer der Flut. Sie war eine ehrbare Bürgerin. Gut, also auch ein Rathausjob auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zack. Und das auch. Ich denke, das auch. Also das war Grab Nummer Uno. Ich hasse Friedhöfe. Am Tage. Bin jetzt noch nicht neugierig genug da, mich umzusehen. Ich will erstmal diese Gräber finden, tatsächlich. Passanten ermordet. Hab vergessen, den God-Mode zu aktivieren. Ja, ich bin tot. Und was jetzt? Ich dachte wirklich, ich hätte nur Witze gemacht. Wahrscheinlich sind das die Entwickler. Ist ja ein ukrainisches Studio. Gestorben für die Unantastbarkeit des Embargos. Vom Ilem Noctem Horrendam Vestrum in Juramentum. Okay, da hören meine Lateinkenntnisse dann aber auch endgültig aus. Einmal alle 6 Monate reist er aus einem fernen Land an. Ruhe in Frieden. Hausmeister. Ich liebe Explosionen. Oh, schön, geil. Das waren keine gewöhnlichen Grabräuber. Das waren keine gewöhnlichen... Seite eines Buches. Bei der Exhumierung eines Magiers müssen Sie sich schützen. Nutzen Sie die folgenden Symbole und Beschwörungsformeln, um den Geist des Magiers in einen tiefen astralen Schlaf zu versetzen. Unten auf der Seite befindet sich ein Bibliotheksstempel, Eigentum der Bibliothek von Oakmont, unter Verschluss europäische Literatur 19. Jahrhundert, Seite 145. Ein Grabräuber. Unbekannt. Gut. Da haben wir schon mal den nächsten Hinweis. Da müssen wir dann in die Bibliothek. Oh, ich hasse dieses Wort. Habe ich das schon gesagt? Feuer und Blut.
Ein überaus netter Jünger Clark Kashtons bis zum bitteren Ende. Er verpasste ein Extraleben. Ein unglaubliches A-Loch beim Zensieren von Wörtern. Die Bisswunden sind ziemlich frisch. Der arme Kerl, das war kein schneller Tod. Das Blut ist fast schon in der Erde versickert. Der Sarg war kaum mit Erde bedeckt. Besonders viel Mühe hat sich der Totengräber nicht gegeben. Edgar Taylor, eines der vielen Flutopfer. Der Sarg war kaum mit Erde bedeckt. Besonders viel Mühe hat sich der Totengräber nicht gegeben. Aber wo ist denn jetzt der letzte Hinweis dafür? Der gefallene Engel ist ja geil, ey. Frische Kratzspuren. Dieser Sarg wurde von innen geöffnet. Ah, okay. Also, eine Leiche haben wir ja, ne? Ihr Friedhof ist teilweise überschwemmt und die Hälfte der Gräber wurde dadurch zerstört. Warum sind Ihnen diese drei Gräber so wichtig? Menschen haben sie geschändet. Und das ist böse. Die anderen hat das Meer geholt. Und das ist nicht böse. Man sollte übrigens die Finger von dem lassen, was das Meer geholt hat. Sonst wird man vom Wasser verflucht, hat Mutti immer gesagt. Wiedersehen.
Naja gut, wahrscheinlich muss ich erst alle aktivieren. Also muss ich die anderen beiden Quests auch machen. Um die dann wahrscheinlich geschlossen abzugeben. Interessanterweise war doch aber hier einer von den Büchern. Und zwar das. Wir gucken mal. Ich komme nicht zur Hauptquest, das ist geil. Praktisch schon dieses Anwesen sein. Einzelnes Anwesen der Baker Street, ja, das ist das. Das wird das sein. Die Tür gibt nicht nach. Anwesen des Buchrestaurators. Mensch, mich dünkt, ich bin hier richtig. Was ist das für eine gruselige Musik? Nicht abgeschickter Brief. Sehr geehrter Mr. Hopes, es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich Ihr Buch restaurieren konnte. In diesem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht Interesse an einigen Abschriften hätten. Ich würde mich geehrt fühlen, Kopien dieses Werkes anzufertigen und Ihnen entstünden dabei keine Unkosten. Ich gehe fest davon aus, dass Sie meinem Vorschlag zustimmen und habe deswegen bereits Abschriften des ersten Kapitels angefertigt. Ein Buch, dem eine solche Macht innewohnt, verdient es, von vielen Menschen gelesen zu werden. Meinen Sie nicht auch? Noch tiefer nach unten. Okay. Aber hier ist ja gar nichts. Hier wäre gerade was. Natürlich auch der Lichtschein gewesen sein, ne? Stück Papier, bitte, so hilft mir doch jemand. Ich will nicht mehr schreiben und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ich will schlafen, ich bin hungrig. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Das Buch soll aufhören, bitte. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ah, sowas ist immer cool. Sowas mag ich in Horrorfilmen. Erinnere mich ein bisschen an The Happening. Den ich persönlich ja sehr gemocht habe. Die Tür gibt nicht nach. Oh doch.
Verstehen Sie, ich darf nicht aufhören zu schreiben. So viele Wörter. Herr der Worte, aus der Feder Ihres ergebenen Dieners. Die Klänge, die unsere Zungen hervorbringen, bergen eine größere Macht, als Sie sich vorstellen können, werter Leser. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ich werde Sie lehren, mit Worten schwache Geister zu kontrollieren. Knien Sie nieder vor diesem Buch, auf das eines Tages andere vor Ihnen niederknien werden. Mit dieser Macht weiß jeder, jedoch nicht jeder umzugehen. Wer ihrer nicht würdig ist, fällt der Zerstörung anheim. Werter Leser, schreiben Sie diese Worte mit Ihrer eigenen Hand nieder, um sich als würdig zu erweisen. Werden Sie das Wagnis eingehen? Wow. Was hat er denn für Probleme? Er wollte mich angreifen. Ja, du kriegst den Spaten! Die Tür gibt nicht nach. Die anderen Bücher sind, ich muss in die Bücherei, ich muss ins Rathaus. Und da unten, ich muss sowieso ins Rathaus. Also da zum Schnellreisepunkt. Dann kann ich da auch gleich hin. Dann gucken wir da die Sachen nach, die ich hatte. Zwei. Dann könnte ich mich zur Bücherei porten und von da aus dann endlich die Hauptquest weitermachen. Ich will nicht das dritte Buch finden. Doch, ich will das dritte Buch finden. Nein, ich will das dritte Buch finden. Oh Gott! Bürger? Sonnenstandsbücher. Advent? Okay, das war's schon mal nicht. Arbeitsunterlagen? Ah, Benjamin Miller, Geburtsdatum 13. Oktober 1889. Angestellter der Bank von Oakmont, ledig. Carpenter Street zwischen der Benevolent Tides Road und der Hawthorne Avenue. In Advent! So, aber was war jetzt das andere, was ich da oben suchen musste? Ruhe und Frieden, ne? Geplündertes Grab. Bürger. Eines der vielen Virginia Cooper, 21. März 1887.
Todesdatum beim Eintreffen der Flut ledig. Verwandtschaft Brad Cooper. Adresse Maple Lane zwischen der Polaris Road und der Old Church Road im nördlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Nice. Salvation Harbor Nord. Zwischen der Polaris Road, die haben wir hier, und der Old Church Road, die haben wir da. Und zwar die Maple Lane. Und die haben wir hier. Beim Fischmarkt in der Nähe. Nice. Bücherwurm, Fashion ist da oben. Briefe. Dingens ist Reed Heights, ne? Das ist da oben, okay. Den hier. Genau. Jetzt zur Bücherei. Nee. Da ist der Schnellreisepunkt. Ich schaffe ja auch nur Nebenquests. So. Wo war denn jetzt das, das Teil? Ah, hier. Europa. Was ist denn das? Unter Verschluss? Ja. Geheimnisse des Todes von Pierre de Lalande. Unter Verschluss europäische Literatur 19. Jahrhundert. Unbekannter Verleger. Letzter Leser Fabian Coswick Co. Providence Avenue zwischen der St. Elmo Lane und der Victory Lane im östlichen Teil des Bezirks Coverside. Nice. Coverside Ost, Providence Avenue, zwischen St. Elmo und Victory Lane. Alles klar. Geht's zu George Cavendish's Apartment. Das wird da am Ende der Straße sein, tatsächlich, ja.
Haben Sie ein Problem? Ja, das wird sein. Allerdings, erst am nächsten Mal, Leute. Tschüss.